Auch im Jahre 2018 müssen Anleger mit rekordniedrigen Zinsen leben. Insbesondere Stiftungen stehen hier zunehmend vor enormen Herausforderungen, denn sie benötigen ausreichend Ertrag, um ihren Stiftungszweck erfüllen zu können. Fragen dazu an Dirk Fischer, ist Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH. Danke für Ihren Besuch, Herr Fischer. Ja, welche grundsätzlichen Möglichkeiten sehen Sie denn für Stiftungen, zusätzliche Ertragsquellen zu schließen? Also zunächst sollte man einmal jeder Stiftung empfehlen, Herr Franik, die Anlagebedingungen, die ja häufig schon sehr historisch sind und sehr veraltet sind, einmal zu überprüfen, damit der Anlageausschuss vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität für das Investment bekommt. Denn eigentlich kann eine Stiftung heute nur neue Ertragsquellen durch zwei Faktoren erschließen. Entweder muss sie die Risikoneigung erhöhen oder sie muss halt auf zusätzliche Assets ausweichen. Und häufig sind die Anlagebedingungen doch noch so aufgebaut, dass es dort um ausschließlich festverzinsliche Anlagen mit Investment-Grade-Status geht und damit ist heute einfach keine Rendite mehr zu erzielen. Welche Kriterien setzt denn eine Stiftung an ein gutes Investment an? Also der oberste Zweck ist halt immer der Kapitalerhalt, der langfristige Kapitalerhalt, um den Stiftungszweck auch langfristig erzielen zu können. Und dafür setzt halt eine Stiftung wirklich besonders hohe Qualitätsmaßstäbe an. Also es muss in der Regel ein langfristig erprobter und wiederholbarer Investmentansatz sein, der mit wenig Schwankungen unterwegs ist. Es sollte ein kostengünstiges Investment sein, was eine Stiftung sucht. In der Regel ist auch so, dass natürlich eine breite Streuung gesucht ist. Es müsste genügend Volumen da sein. Und ein Faktor, der jetzt immer stärker neben Rankings, Ratings, Awards und so weiter bei den Stiftungen anfällt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Apropos, Ihr Garmax Junior Fonds ist jüngst ausgezeichnet worden vom Renditewerk zum Stiftungsfonds des Jahres 2018. Mit welcher Begründung geht das in die Richtung, wie Sie es uns gerade schon geschildert haben? Also zunächst sind wir natürlich auf diese Auszeichnung wirklich sehr, sehr stolz, weil Renditewerk sich ausschließlich mit Stiftungen beschäftigt und deren Bedürfnissen. Insofern ist das für unser mandatiertes Management, die Dr. Jens Erd Kapital AG, die seit 10,5 Jahren den Fonds mit dem gleichen Ansatz managt, wirklich ein Ritterschlag. Und da kommen wir auch direkt zur Begründung. Also dieser Investmentansatz zeichnet sich durch eine sehr ausgewogene Risikorendite-Mischung aus. Und das sieht man daran, wenn man heute zum Beispiel 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre zurückgehen würde. Sie erreichen immer eine Jahresrendite bei dem Fonds nach Kosten zwischen 7 und 8,5%. Das ist wirklich enorm konstant. Dazu hat der Fonds ein Fondsvolumen von 200 Millionen. Das ist für eine Stiftung sehr, sehr wichtig, weil die Tickets einer Stiftung sind ja sehr groß und eine Stiftung darf aber nie ein Mitspracherecht oder eine maßgebliche Beteiligung erwirtschaften. Die institutionelle Tranche des Fonds liegt nur bei 0,9% per anno und das Allerentscheidendste ist natürlich aber das Feedback der Stiftungen selbst an Renditewerk, wie zufrieden sie mit diesem Fonds sind und das war wenig überraschend, anscheinend hervorragend gut. Wofür steht der Fonds überhaupt, Herr Fischer? Nicht jeder wird ihn vielleicht en Detail kennen. Welche Ausrichtung hat er? Also der Garmax Junior Fund ist ein internationaler Aktienfonds, den es seit 20 Jahren gibt und er hat einen sehr, sehr speziellen Investmentansatz, ich würde sagen eigentlich immer noch einen konkurrenzlosen Investmentansatz. Er setzt auf das Konsumentenverwalten von jungen Verbrauchern. Also wenn man es böse ausdrücken würde, würde man sagen, er nutzt Teenager als Trüffelschweine fürs Stockpicking, ja, um halt die richtigen Aktien zu finden. Die Begründung dahinter ist relativ simpel. Das sind immer wieder Aktien, die die jungen Konsumenten raussuchen, die sehr trendaffin sind. Es sind sehr nachhaltige Investments, weil auch in Börsenkrisen wird weiter konsumiert. Und es sind letztendlich einfach auch Investments, die eine sehr hohe Markentreue haben. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und deshalb war Renditewerk halt von diesem Fonds sehr begeistert. Vielleicht das noch ergänzt, für viele Stiftungen natürlich eine sehr schöne Korrelation zu anderen Aktieninvestmentfonds, die halten, die der Fonds aber auch schon lange hinter sich gelassen hat von der Rendite. Jetzt haben wir viel über die Stiftungen gehört. Sie haben auch von institutionellen Anlegern gesprochen. Ist denn dieser Fonds am Ende des Tages auch etwas für Privatanleger? Definitiv und das eigentlich für die Zuschauer, die immer ihre Interviews verfolgen, vielleicht auch das Sahnehäubchen, ja, weil es, glaube ich, nicht die Regel ist, dass ein gutes qualitatives Investment, wo eine Stiftung investieren darf, auch einem Privatanleger zur Verfügung steht. Beim Garmax Junior Fonds ist das der Fall. Die Stiftung selber investiert in die E-Tranche, in die institutionelle Tranche, die ist ein bisschen kostengünstiger. Dafür muss die Stiftung aber auch hoch sechsstellig investieren. Der Privatanleger geht in die A-Tranche, in die Retail-Tranche, die ist ein Tick teurer, dafür kann er aber auch schon mit einem ganz einfachen Sparplan zum Beispiel anfangen. Der Inhalt, die Aktien sind 1:1 komplett identisch und natürlich damit auch die Wertentwicklung. Und was halt eben wirklich das Schöne ist, ja, damit kann es wirklich ein Anleger schaffen, den Stiftungsfonds des Jahres im Depot zu haben. Und ich glaube, das ist für viele sehr, sehr attraktiv.
zusätzliche Ertragsquellen für Stiftungen. Unser Thema mit Dirk Fischer von der Patriarch Multimanager GmbH hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herr Fischer, herzlichen Dank.